Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo. Komm. Okay. Ich habe gerade noch ein bisschen quasi. Ja, jetzt hat. Irgendwie war die Windows-Leiste bei mir unten im Bild. Das hat mich etwas gestört. Die wollte ich nochmal rausbekommen. Und ja, wir sind immer noch dabei. Denen geht's gar nicht gut. Ansonsten geht's den restlichen Tieren geht's aber ziemlich gut eigentlich. Ja, die Wölfe werden bald versterben. Der Gepard wird auch bald versterben. Dann wird ein anderer weiblicher Gepard da reinkommen dafür. Okay, und die sind eigentlich alle ansonsten ziemlich fett. Und denen gefällt es quasi auch gut. Warte mal, was war da? Reporterin angekommen? Keine Ahnung, ob da jetzt Reporterin angekommen war oder nicht. Es würde mich zumindest freuen. Gut. So. Leisten Krokodile einfach nochmal wieder zurück weiter. Denen geht's sehr gut. Barrierestatus, komm, einfach nochmal das. Qualität kann ich schon mal auf 2 erhöhen. Sehr schön. Das macht schon einen Unterschied. Gut. Da habe ich schon auf 2. Und denen geht's wieder gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier sind wieder 93, 94, 97, okay, 88, Was ist Lebensqualitätsbeschäftigung, ey? Was zum Fick? Hast du nicht genug? Wieso hat der nicht genügend Lebensqualitätsbeschäftigung? Gehegebeschäftigung, ja, so viel kann ich dem nicht zum Beschäftigen geben. Tut mir leid. So. Ich weiß echt nicht, wieso das Ding. Wieso. What the fuck geht da gerade ab mit dem Viech? Platz hat das Viech jetzt gerade auch irgendwie nicht mehr? Hä? Okay. Gelände, mal sehen. Tiersten kommen, ah, na toll. Glätten. Gut. Sorry, aber. Das muss jetzt gerade mal einmal sein, damit der hier hoffentlich. Gut. Komm, Tiers, lass uns. Ja, Platz hat er wieder. Das mit der Beschäftigung verstehe ich immer noch nicht, wieso der da dieses Beschäftigungsproblem hat. Soziale Gruppe,
Also ich verstehe es wirklich nicht. Afrikan, Strauß, Taffernbüffel, Gazelle, Schwarzenschwein, Weißknut, Steppen. Okay. Ich bin jetzt tatsächlich auf eine Idee gekommen. Die könnte sehr hart nach hinten losgehen. Gut. Forschung. Gehege. Jupp, Tier ist verstorben. Ich schaue einfach mal Tierhandel. Was habe ich da? Springbock habe ich. Spießbock habe ich. Lästenkrokodile habe ich ganz viele. Elefanten bräuchte ich nicht. Bongo möchte ich nicht. Sträuße. Wie sieht's aus mit den Sträußen? Okay, 1 bis 2. Gut. Gut, 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 gut. Wir holen uns ein paar Sträuße. Wir holen uns ein paar Sträuße, damit die Giraffe nicht mehr so alleine ist. Gut. Hopp und... Hopp. Und ich bin echt am Überlegen, dass ich hier noch die Gehege miteinander verbinde. Dafür muss ich dann halt hier einen Überweg über die Gehege machen für die Besucher. Weil Zebras und Dings kommen gut miteinander aus. Die geben sich sogar Boni noch. Soziale Gruppe. Du bist ein Männchen oder bist du ein Weibchen? Okay, Graslang, ja, das komme ich noch. Männchen. Gut, Männchen. Tierhandel. Schauen wir mal, wie viel so... Okay. Kostet zwar viel, aber hey. Wenn das wenigstens verbessert. So. Okay, Strauß braucht was für... Kleiner Ball, Spiegelmobil, okay, Kräuter. Okay, und Futterbeschäftigungsding. So, den packe ich dann da einmal hin. Spiegel. Ich glaube, kleiner Ball war noch dabei. Strauß. Okay, Strauß ist happy. Sehr gut. Strauß ist happy. Dem... Ja, geht's ein bisschen besser. Gelände nochmal wieder anpassen für dich. Logischerweise. Mehr Erde, weniger Gras lang.
Okay. Da sind die von der Größe jetzt nicht mehr so zufrieden. %87, okay, Platz ist da. Qualität der letzten Mahlzeit, Dauerkeit der letzten Flüssigkeitszufuhr. Gut. Dann wird's jetzt gleich lustig. Die Frage ist nur, wie mache ich es am besten? So, jetzt wird's nämlich sehr, sehr lustig. Gut, hopp. Mal sehen, wie das dann... So, damit fange ich erstmal an. Gut, dann schaue ich mal, ob ich gut, hopp. So. Den hier am besten auch nochmal. Gut. Damit sind die jetzt alle zusammen ein Gehege. Gut. Denn ist jetzt halt logischerweise die Frage hiermit. So, einmal hopp. Gut, so einmal. Und dann kann ich mir halt, denke ich, also das werde ich dementsprechend halt so machen. Hopp. Okay.
Gut, hab einmal. So. So. Gut, ich weiß gerade nicht, ob ich die... Okay, umsetzen kann, manuell kann ich sie wahrscheinlich gerade nicht, so wie es aussieht. Du bist... Kann ich dich bewegen? Okay, ich kann dich nicht bewegen. Okay, gut. Aber das sollte eigentlich ja dazu führen, dass die jetzt... Gut. So. Gut. Damit habe ich da jetzt eigentlich sehr gut dann für die hier das alles gemacht. Sehr schön. Gut. Weiter. Mal sehen, was der jetzt daraus dann... Okay, Gepard ist verstorben. Das heißt, dass ich da jetzt den nächsten weiblichen Gepard aus dem... Handelsding einfach mir hole. Ich habe ja noch welche. Gut. So. Und alle aus Transportbox holen, alle Tiere. Wie wird das sich jetzt auf einmal keinen Platz mehr? Hm. Wieso? Es müsste doch eigentlich absolut genug Platz haben. Kann ich hier irgendwie die Laufwege irgendwie angucken? Da wieder Rückzugsort, aha. Wieso? Tiere, Gehege, Natur. Kann ich der hier vielleicht weg? Ist jetzt... Also ich weiß nicht, wieso der hier angeblich keinen Platz hat. Eigentlich müsste er doch da... umkommen können. Okay, jetzt hat er Platz. Gut. Jetzt passt das da alles. Sehr schön. So. Jetzt passt das da sehr, sehr gut alles. Gut. Dem geht's auch gut mit 94% gerade. Ich pack den hier einfach mal weg. Weil ich nicht weiß, wie das da... Den hier, das verstehe ich da noch nicht so ganz, wieso der da so Probleme hat. Dem geht's astrein. Ich suche gerade meine Sträuße. Wo sind die abgeblieben hier? Wo sind hier meine Sträuße jetzt hin? Strauß, hallo? Ist hier irgendwo ein Vogelstrauß da?
Jo, denen geht's auch ziemlich gut jetzt. Sehr gut. Passt doch. So, dann. Okay. Eigentlich mir gerade relativ egal. Veterinärforschung nochmal abchecken. Leistenkrokodil, okay. Leistenkrokodil wird mal wieder umgesetzt auf den da oben. War gerade aktive Krankheit. Tiere. Okay. Der eine Schildkröte ist nicht so. Okay, Lebensqualität da ein bisschen. Aber was ist mit der Schildkröte? Wohlbefinden. Temperatur, okay. Okay, hat sich wieder. Ihr geht wieder in Bereiche, wo ihr die Temperatur gefällt. Okay. Weil. Aber. 84% Beschäftigung. Okay, großer Ball, Pappkarton, Katzenpfosten, Sprinkler, Felberschlauch, halber Ball, Großer Schneeball, Geschenk. Gut. Gehege. Hoppala. Das sollte doch eigentlich. Jupp, passt ihm wieder. Gut, damit ist er auch wieder bei 92%. Sauberkeit, Tierarzt. Okay, wie geht es denn hier eigentlich? Okay, die sind immer noch bei 95%, das ist sehr schön. So, Tiere, die sind. Okay, der Gepard ist da ein bisschen. Wieso? Gehegetemperatur. Tour. Okay, offenbar muss ich da noch mal ein weiteres Heizung einfach einbauen. Dann hat sich das auch. Vielleicht sollte ich hier auch noch mal eine Heizung reinstellen. Oh, stimmt, hier vielleicht auch noch mal eine Heizung. Ist, denke ich, vielleicht ganz gut. So. So, das. Da mache ich auch noch meine Heizung rein. Da auch noch mal. Ich weiß nicht, wie gut das da heißt, deshalb hopp. Da einfach noch mal. Ja, einfach noch mal. Da in die Ecke auch noch mal. Da brauche ich nicht. Gut. Neunundneunzig, sehr schön. 99, sehr schön. Gut. Hey, 90, wuhu. Das ist doch sehr gut. Jetzt muss ich nur schauen,
dass auch der Dings da ist, um... Ist der Reporter da aktuell? Wäre eigentlich ganz gut jetzt gerade, wenn da das bei 90% liegt. Kein Gehegetier. Okay, Lebensqualität, Ernährung, mhm. Wird wahrscheinlich... Ja, okay, Sozialverhalten noch. Das ist noch der letzte Inspektionsbericht. Ich möchte aber eigentlich gerne wissen, wie es aktuell mit Reporterin aussieht. Ich weiß nämlich nicht, wann die kommt, und ich hätte eigentlich schon gerne, dass sie quasi jetzt verlassen würde, weil damit hätte ich dann das definitiv geschafft. Hunger, du hast ja egal. Weinhandel. Weinhandel brauche ich gar nicht. Tierhandel, so. Laufende Marketingkampagnen habe ich noch. Gut. Die Sachen einmal alle ersetzen nochmal. Diagramme, Übersicht. Gästezufriedenheit, Erderhaltungsbewertung ist sehr gut, Tierbewertung ist sehr gut. Ich möchte eigentlich, dass die... Gut, Warte mal, wie sieht's aus mit... Veterinärforschung, okay, den... Den braucht er da gerade nicht mehr. Auf wen setze ich den dann mal um? Ja, auf die Leistenkrokodile kommen. Okay, vielleicht. Vielleicht wäre Strauß auch nicht so unklug. Wie geht's eigentlich mit den Orang-Utans gerade? Okay, die sind bei 96, die... Das ist 82%, ist schon mal gut. Kleiner Ball, Eisblock, Keyboard, großer Schneeball, okay. Keyboard und großer Ball, gebe ich denen noch. Gut, damit sollten die da jetzt komplett, ja, komplett zufrieden sein. Sehr gut. Ja. Veterinärforschung, was ist jetzt abge... Okay, Borneo-Orang-Utan ist komplett abgeschlossen. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich dich nämlich nochmal umsetzen. Die Frage ist jetzt, packe ich dich jetzt auf Sträuße, Trampeltiere oder Löwen? Komm, ich denke erstmal Trampeltiere. Weil die Sträuße sollten ja eigentlich... Ich glaube, die Sträuße sind absolut gut drauf. Die Giraffe... Das ist... Wies... Soziale Gruppe... Okay. Deshalb also... Gut, hopp. Mann. Also das irritiert mich halt auch dauerhaft irgendwie, die Lebensqualitätsbeschäftigungsding da. Zumindest bei dem Viech. Ich kann da ja nicht viel machen. Obwohl, ich könnte da noch eine Reibsäule hinpacken. Wieso eigentlich nicht?
Nochmal weitere Forschungsergebnisse. Leistenkrokodil. Wie sieht es aktuell nicht mit dem Leistenkrokodil aus? Okay. Der hat da gerade das nächste Futter. Warte mal, das ist schon das höchste Futter, oder? Ja, das ist schon das höchste Futter. Dann könnte ich eigentlich überlegen, ob ich was anderes außer die Leistenkrokodile mache. Okay, Qualität der letzten Mahlzeit ist eigentlich ziemlich gut. Pflanzen. Ja, stimmt, Pflanzen könnte ich dann noch ein bisschen denen geben. Obwohl, Beschäftigung. Sprinkler, Reibetafel, Wasserdüse. Wasserdüse ist eigentlich ganz gut. Und noch großer Ball. Gut. Und ich denke auch noch einen weiteren Blutkörper sollte ich denen geben. Großer Ball. Blutkürbis und ach komm schon. Wasserdüse, komm, dich hole ich wieder raus. Jupp, das ist sehr gut. Pflanzen schaue ich einfach nochmal nach, das ist da. Okay. Einfach weniger Bepflanzung, gut. Komm, wieder raus. Wieso auch immer du dich da jetzt da reingeballert hast. Gut, die sind da gerade ganz gut dabei. Hopp. Aha, der Wildhund wird an Altersschwäche bald sterben. Das ist jetzt schon sehr gut, 82. Gut. Und das nur, weil ich ein bisschen von den Pflanzen hier weggenommen habe. Gut. Ja, das ist eigentlich echt ganz gut gerade, so wie es ist da. Okay, 89. Welches Arschloch terrorisiert mich wieder? 99. 99. 97. 97. Krokodile sind ja fit, da ist nichts drin. Jetzt wollte ich. Hallo, Wölfe. Wölfe sind bei 99. Also die sind eigentlich auch alle ziemlich happy. Gerade. Oder? Komm. Kann ich dich? Sorry, nicht das, was ich wollte. Okay, du bist bei 88. Okay, Beschäftigung. Okay. Pappkarton, Sprinkler, Spule. Spule. Okay. Hundeball. Sprinkler, Eisblock. Kleiner Ball, gut. Spule. Hundeball. Einmal das. Okay. Ist das das, was den... Hat das jetzt schon... Jop, direkt wieder 97. Okay. Gut. Barriere ist fertig. Damit kann der dann nichts mehr forschen. Veterinärforschung nochmal weiter. Schildkröte, Ich denke...
Komm, einmal. Stabiler Rückzugsort quasi bei denen noch, aber das ist da alles in Ordnung. Gut, hopp. Wie sieht's aus mit denen hier? Die sind absolut happy. Die sind absolut happy. 90% hat der. Das ist also da eigentlich richtig alles. Der ist bei 95. Gut. Komm, wenn das so ist, dann sollte da einfach mal ein Techniker hin. Wie geht's dem Löwen? Okay, der ist bei 91%. Das ist nicht das Optimale. So war keine der letzten Flüssigkeitszufuhr. Ernährung, soziale Gruppe. Die Frage ist tatsächlich: Sibirischen Tiger, Schneeleopard, Netzgiraffe. Nope, ich kann dem keinen weiteren Löwen geben. Also. Das fällt da schon mal weg dann. Aber solange der bei 91% ist, ist das ja ganz in Ordnung. Trotzdem denke ich mir Tierpfleger rufen, damit das Tierpfleger dann da mal sauber machen kann. Wir wollen ja nicht, dass das dann zum Problem wird. So, Kette der letzten Flüssigkeitszufuhr ist halt irgendwie. Gut, die Geparden. Die sind noch bei 99. Gut. Denen geht's auch immer noch gut. Ja, 93% zwar in Anführungszeichen nur, aber. Hier Pfleger rufen. Aber nein. Hier Tierpfleger rufen eigentlich, damit er das sauber machen kann. Okay, vielleicht sollte ich da auch schon mal einen Techniker dann rufen. Gut, hopp. Gut. Der ist bei 92%. Ich verstehe die Beschäftigung bei denen nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Zumal der ja damit überhaupt kein Problem hat. Sondern das ist tatsächlich nur diese hier, die da irgendwie Probleme mit hat. Die Zebras sind gut drauf. Die Strauß, weiß ich ja nicht, auch. Jupp, Strauß ist auch gut drauf. Krokodile sind gut drauf. Komm, Trampeltiere sind auch gut drauf. Mal auf Vollhelm gehen. Oh, fuck you. Was ist da jetzt schon wieder? Welches Tier will mir da jetzt schon wieder auf die Eier gehen? Okay, die haben Probleme. Die Wildhunde. Okay. Okay. Was ist bei den Wildhunden los, dass die Probleme haben? Qualität der letzten Mahlzeit. Okay, dazu stabiler Rückzugsort, Sauberkeit.
Platz. Okay, okay, verstehe schon. Einmal Barriere. Hopp. Gut, hopp, 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 hopp. Hopp. Damit haben die da nochmal mehr Platz wiederum. Ich baue denen da am besten auch nochmal weitere Heizkörper. Nochmal einen rein. Sauberkeit. Hatte ich da nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da nicht eigentlich was gerufen hatte. Stabiler Rückzug. Okay. Stabiler Rückzugsding kann ich verstehen. So, da hinten habt ihr dann noch einen stabilen Rückzugsort. So, und dann die Sauberkeit natürlich noch. Tierpfleger, mhm. Und ich denke mir, vielleicht sollte ich hier auch einfach mal ein paar Handelszentren verlegen. Damit es ein bisschen gut. Qualität der letzten Mahlzeit, ja, da muss ich. Kann ich die Qualität hochdrehen? Ich glaube nicht, oder? Nein, kann ich aktuell nicht. Gut. Gut, dann Retinärforschung. Krokodil. Braucht gerade nicht. Dann setze ich die mal auf die Wildhunde um, damit die Wildhunde möglichst dann schnell bessere Nahrung bekommen. Gut. Okay, Qualität der letzten Mahlzeit ist eigentlich jetzt gut. Das heißt, die haben das größte Problem ist hier echt gerade die Sauberkeit. Ich weiß leider nicht so ganz. Wie ich die Sauberkeit da jetzt so machen soll. Wasseraufbereitung hat versagt, komm, einmal hinkümmern, kaputte Barriere, hinkümmern, Veterinärforschung wieder weitere, Ist die Schildkröte damit fertig? Jupp, die Schildkröte ist damit fertig, trampelt hier, hat auch weitere.
Also das ist... Ein bisschen nervt mich das ja schon, dass das hier so Ewigkeiten jetzt hinzieht. Okay, TS entkommen, 5 Stück. Ah fuck, die Geparden wahrscheinlich. Ungünstig. Aber nun ja. Oder? Keine Ahnung, was es ist. Ich weiß gerade echt nicht, was... Welches Tier gerade entkommen ist. Tier ist gestresst, aha. Tier ist hungrig. Okay, doch, tatsächlich die Geparden. Hoppala. Tier ist gestresst, okay, fängt sich wieder. Ist wieder gechillt, gut. Wahrscheinlich das übliche, einmal kurz gestresst sein, danach... Danach hat sich's wieder. Okay. Ich bin wieder bei 90% gerade. Wuhu. Gut. Gehen wir mal Vollhelm auf Zeit und... Ich hoffe einfach, dass ich das jetzt endlich mal hinbekomme. Prozent, sehr gut. Komm. Wieso sind da Aktivisten? Ey, ich verstehe nicht, wieso sich die nicht um die Tiere kümmern können. Diese Idioten. Ich bin aber glücklicherweise immer noch bei 91% gerade. Ah, fuck, 95%. 90 wieder. Gut. Okay. 91% wieder. Ich gehe mal hier hin und gebe denen mal besseres Futter. Gut, du bist bei 91% Wohlbefinden. Achso, du bist mein Problemfall. Versorgung, aha. Gehege, Gelände, Pflanzen. Okay, Gelände, Schnee, ein bisschen zu viel. Gut, das kann, dagegen kann ich arbeiten, keine Bange. Hallo. Okay. Hopp. Hopp. Gut, aus der Transportbox holen. Damit dürfte sich das Gelände nochmal wieder verbessern. Jupp. Und damit sollte ich mich damit auch nochmal wieder ein bisschen weiter abgesichert haben. Ernährung, okay, das ist nicht gut, wenn das Ding sinkt. Ich verstehe aber echt nicht, was dieses Tier mit Lebensqualitätsbeschäftigung hat. Es hat doch alles, was es braucht. Und das andere... Und die andere Giraffe hat damit ja auch kein Problem. Also, was zum Fick?
Fuck you, 89% wieder. Ah, obwohl, es gibt jetzt Futter, oder? Wenn es Futter gibt, dann sollte das jetzt doch eigentlich wieder. Okay. Wieso? Wieso ist das Viech gestresst? Wieso? Ich verstehe nicht, wieso das Viech gestresst ist. Ey, was zum Fick geht mit dem Viech ab, bitte? Das macht mich fertig. Es macht mich echt fertig, das Ganze hier. Hoppala, komm. Ja, jetzt sind die wieder bei 90%, war ja klar. Okay, gut. Irgendwie habe ich auch noch das Gefühl, dass das hier, dass mich der Scheiß mobben möchte. Afrikanischer Wildhund da. Damit. Okay, da kann ich noch nicht. Zurück, hopp. Wolf. Okay, Wolf hat auch erst bei 2 den. Trampelt hier, wie sieht's bei dem aus? Ja, okay. Obwohl, trampelt hier macht mir eigentlich aktuell keine Probleme mehr. Also vielleicht sollte ich da mal von trampelt hier auf Strauß die Forschung umsetzen. Das könnte ich echt machen. Es ist wieder ein Strauß, was hier die. Okay, nein, ist es nicht. Was für ein Viech ist es diesmal, was hier den Kollaps bekommt? 92, aha. Zebra glücklich. Okay, wieder bei 90%. Erst bei 99, gut. Das Viech hier ist echt noch für mich ein riesen Problemding. Weil ich nicht weiß, wie der. Gegebarriere ist beschädigt. Okay, Techniker rufen. Die Bären. Ach so, Denen fehlt gerade an Sauberkeit und Lebensqualität. Wieso war das. Okay. Bei den Bären. Lebensqualitätsbeschäftigung einmal. Ah, großer Ball vielleicht noch geben. Spule. Gut. So, dann. Damit sollten die ja eigentlich dann wieder glücklich sein, hoffe ich zumindest. Okay, da zumindest glücklich. Sauberkeit. Sauberkeit, Tierpfleger rufen. Der soll den ganzen Scheiß mal sauber machen. T
Tier ist entkommen, okay. Wo zum... Wieso? Wieso ist das Viech da entkommen?89, ey, komm schon. Es ist doch echt nervig, der ganze Scheiß. So. Also ich weiß gerade echt nicht, ob ich das hier in der nächsten Folge noch weiterführen soll, werde oder einfach offscreen den ganzen Scheiß halt quasi machen werde, weil es bringt ja irgendwie im Grunde auch kaum was, habe ich das Gefühl. Es ist halt einfach nur ständig warten, 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 so ungefähr. Ey, Sauberkeit. Also ich weiß auch nicht, was das da mit der Sauberkeit die ganze Zeit ist. Wieso die das nicht geschissen bekommen, meine. Juhu. Das sieht doch alles schön aus, aber es hat nicht gereicht, weil der nicht auf 90% war. Fick dich. Okay, die sind da noch alle schön spaßig. Strauß kann ich gerade nicht füttern. Kann ich nicht Futter verändern. Gut. Okay, Bordetellose. Mhm. Das ist natürlich nicht so optimal. Komm. Ändere ich dich mal oben darauf. Den Wölfen gebe ich dann nochmal das neue. Ah, ich bin schon wieder drüber, ey. Wenigstens sind die Wölfe absolut gechillt. Das ist schon mal etwas. Gut. Die kriegen... Okay, Techniker rufen. Die kriegen dann nochmal das bessere Futter jetzt. Reporterin kommt in 12 Monaten. Aha, ist... Den geht's gut, dem Viech. Den... Geht's auch gut, hm. Das Interesse wie 90%. Okay, hm. Egal, ich werde jetzt hier einfach das beenden. So speichern. So speichern. Und ich denke einfach, dass ich das dann irgendwie außerhalb der Aufnahmen beenden werde, weil es bringt ja nichts. Es ist im Grunde einfach Zeit abwarten und hoffen, dass der Scheiß endlich... dass das Ding dann endlich in 90% dann... schafft. Mehr nicht. Also, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.